Jo Leute, was? Ach du Scheiße. Ja Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part unserer Fallout 3 Serie. Und wir wurden ja heftig gestört ja gerade. Ein monströses Hündchen hat... Boah, ist das ekelhaft. Ja, letzte Folge haben wir beendet mit einer riesigen Explosion. Ja. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Looten nochmal ein paar Opfer. Und ja. Schauen wir mal, ne? Unser Hauptziel ist es ja hier in dem Supermarkt ja mal reinzugucken, ob es hier noch Waren gibt, ob es hier noch Lebensmittel gibt. Und eventuell auch noch Arzneimittel gibt. An Orten wie diesen. Und ja, da liegt übrigens eine Mine. Zack, entschärft. So. Waffen und Munition nehme ich gerne an. Nicht alles her mit dem Zeug. Das sieht natürlich sehr schön aus hier. Muss mir auch mal überlegen, sowas anzuschaffen. Die Bluttropfen machen das auch ein bisschen authentisch, ne? Kann das sein? Ja. Wie auch immer. Gehen wir mal rein hier. Diesen wunderschönen Bau voll mit Raidern. Wir speichern hier einfach mal zur Sicherheit. Ich will ja nicht, dass hier noch alles... Ja, ich will hier nicht noch alles tausendmal machen. Nehmen wir mal hier ein Stimpack ein. Wir haben nicht mehr viel HP. Dort hinten waren zwei. Dort oben. Ist das einer oder sind das zwei Leute? Es sind zwei Leute hier oben. Da hinten auch nochmal einer. Ja, insgesamt ein guter Haufen. Ich werde jetzt einfach mal die Mine legen hier. Vor dem Eingang. Zack. Ja. Was machen wir jetzt? Ich lege das mal hier auf die 2. Das gute Ding nehme ich mal auf die 3. Versuchen wir mal ein bisschen Chaos zu stiften mit dem Ding. Mit dem Luftgewehr. Kann man sicherlich nicht viel machen. Unser Schädel brummt. Oh, das ist ein perfekter Zeitpunkt, hier einfach mal eine Granate zu zünden. Och du Scheiße, ey. Ich hoffe, da habe ich ein bisschen was angerichtet. Stehen ja alle wieder auf. Holy shit. Oh. Scheiße, Mann! Oh! Stimpack! Stimpack! Egal! Alles! Ja, damit! So, speichere ich erstmal ab hier. Was habe ich hier überhaupt für eine Waffe? Was ist das? M14. Gut. Habe ich noch ein bisschen Schuss über, ne? Oh Gott, meine gesamte... Oh, das wird jetzt ein richtiger Spaß hier. Oh, okay. Wie auch immer. Wir gucken uns hier erstmal weiter um. Wir looten jetzt hier erstmal dieses ganzen... Oh Gott. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich treffe mich. Yes.
knapp, ey. Ich speichere hier lieber noch einmal. Ab. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ein 45er. Hm. Interessant. Guck ich mir das Gerät mal an. Hm, sexy. Ja, Kronkorken. Ich nehme jetzt erstmal alle Pistolen, alle Waffen mit. Alle, die nicht kaputt sind. Hier hinten geht's nochmal weiter und ja. Ich glaube, ich gucke mir hier erstmal gleich nochmal rein. Was ist das hier? Badezimmer? Toiletten oder sowas? Munition. Gott. Das ist echt. Die haben mich echt hart getroffen, muss ich sagen. Assault Rifle. Nehme ich mit, nehme ich. Mal gucken hier. Inventur. Was haben wir hier? Nehme ich erstmal das M14 hier nochmal rein. Das bangt, glaube ich, ein bisschen härter rein. Oder? Na, wie ist das hier? 49. Und 54. Aber da, das Ding hat mehr Schuss im Magazin. Größere Kapazitäten. Mit zwei linken Händen hier kann ich echt. Dann brauche ich ein paar Schuss mehr im Magazin. Gut, schauen wir uns mal hier an. Schauen wir uns mal hier um, meine ich natürlich. Keine Ahnung, was mit mir los ist. So, das nehmen wir weg. Morphium. Ein paar Krönkörkchen. Natürlich ist hier auch. Sind auch ein paar Drogen hier vertreten. Was haben wir hier? Ein Kotzeimer. Igittigit. Ja, man kann hier aus den Toiletten trinken. Muss aber die Radioaktivität in Kauf nehmen. Ah, schönes Plätzchen hier neben Toiletten. Überhaupt kein Problem. Schauen wir mal hier. Ist hier... Okay, hier gibt es doch tatsächlich was. Eine Stange Zigaretten, hat sich hier einer gedacht. Verstecke ich mal. Findet eh keiner in der Mülltonne. Finde ich eh. Braucht hier gar nicht versuchen, irgendwas zu verstecken. Gut. Nichts weiter hier. Mache ich mal kurz Licht an. Zack. Hier. Kleinigkeit, kann man alles gut verkaufen. Es gibt immer genug Leute, die sich sowas reinziehen. So, speichere ich nochmal zur Sicherheit ab. Gut. Da hinten geht's rein, habe ich gesehen. Wir haben echt schöne Deko hier oben. Echt schön. Eine Munitionskiste. Versuche ich mal automatisch zu öffnen. Hallo? Na endlich, geht doch. 18 mm Schuss und hier sind nochmal 16 mm. Für meine gute Pistole. Oh, jetzt habe ich hier irgend so ein Stück aufgenommen. Irgend so ein komisches Gerät. Leere Flasche. Brauche ich alles nicht. Was habe ich noch hier mit? Steam Gosh Assembly. Das war es gerade. Das habe ich hier gerade aufgenommen hier. Ja, da hinten gibt es... Oh, was sehe ich denn hier? Ein paar Munitionskisten. Nehme ich alles mit. Fünf... Oh. Das ist geil hier. Munition für Sturmgewehr ohne Ende. Heftig. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Sehr gut. Dann kann ich jetzt hier auch irgendwie so ein dickes Sturmgewehr nehmen, einfach mal. Hab hier ein paar Magazine dafür gefunden. Chinesenpistole hier. So. Entweder hier meine Assault Rifle oder... Ich nehme einfach mal hier das gute Gerät hier. Ah. Ist im schlechten Zustand. Okay. Merke ich mir. Okay, die ist wirklich in einem schlechten Zustand. Ist ein bisschen besser. Ich hoffe. Gib mir ein bisschen. Na komm schon. Mach auf da, die Tür. Geht doch. Ich speichere lieber noch einmal ab.
Man weiß ja nie, Leute. Man weiß ja nie. Gut. Licht an. Durchstöber ich mal hier ein paar. Eine Fusionsbatterie. Ich glaube, die kann mir noch behilflich sein. Ich weiß zwar nicht für was, aber... Ledergürtel. Ich glaube, das ist auch so ein... ein Utensil, womit ich meine... Okay, Patrouille ist wohl zurückgekommen. Scheiße aber auch. Ist hier irgendwas drin? Nein, okay. Milch brauche ich nicht. Nein, hört auf mit der Milch, überall die Milch. Gut. Ledergürtel nehme ich nochmal mit. Ein paar Sachen hier. In der Hoffnung, dass sie mir was bringen werden später. Serpentin nehme ich mit. Lunchbox nehme ich auch mit. Damit kann man sich später solche selbstgebauten Minen machen. Finde ich cool. Und irgendwie geht Sprengstoff zurzeit eh ab. Was haben wir denn hier für einen Bad Boy hier? Mini-Nuke. Ja, das ist Munition für ein sehr tolles Geschütz. Oh, und jetzt habe ich hier auch das optionale Ziel erfüllt. Ja. Sexy. Ein bisschen Arzneimittel gefunden hier. Was haben wir hier? Einen dicken Roboter. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich mit diesem Roboter... ja, diesen Roboter hier auf meine Seite bringen kann. Aber zunächst endet erstmal hier dieser Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie auch immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.